Auch Wiener Neudorf beteiligte sich an der österreichweiten Aktion der Langen Nacht der Museen. Wir besuchten das alte Feuerwehrhaus mit der sehenswerten Eumig-Dauerausstellung. Auch in Wiener Neudorf ist die Lange Nacht der Museen angebrochen, eine sehenswerte Ausstellung. Sehenswert und wirklich, wenn man sich die Geräte ansieht und vor allem die Optiken, die hier liegen, auch technologisch genial. Also diese Firma hat ja wirklich Großartiges geleistet. Und es ist schön, dass dieses Museum in dieser Form hier in Wiener Neudorf existiert und dass wir den jungen Menschen und auch der älteren Generation, die seinerzeit noch mit Eumig sehr viel Verbindung hatte, hier die Geräte ausstellen können, die sie teilweise selbst produziert haben, beziehungsweise den Jungen zeigen, dass auch früher schon sehr viel Technik gegeben hat. Eumig dürfte Ihnen ja nicht ganz unbekannt sein. Ist mir nicht, nein, es war ja lange Jahre Stätte meiner beruflichen Tätigkeit und viele Erinnerungen, also nicht nur an die Firma, sondern auch die Kollegenschaft und dass sie heute noch engagiert, was wirklich ganz selten der Fall sein wird. Es war ja ein sehr bedeutsames Unternehmen und bahnbrechend auf vielen Gebieten. Das ist richtig. Das Faszinierende war eigentlich die Kombination an Technologien von der Optik. Angefangen also bis Metallbearbeitung und Lackierung. Also alles wurde fast im Haus gemacht. Das ist für einen Techniker natürlich also herausfordernd, faszinierend und man konnte also dann da schon in der Fülle der Technologien kramen und sich betätigen. Was man hier sieht, sieht man deswegen nicht so oft, weil es natürlich heutzutage überholt ist. Wenn ich so heute die Enkelkinder frage, dann haben die überhaupt keine Ahnung, was ist ein Film oder Super 8 und so weiter. Und zum Aufnehmen nimmt man das Handy, da braucht man keine Kamera mehr. Und das ist natürlich in dem Sinn heute halt alles noch kleiner und schöner. Aber die Vielfalt, speziell in der Feinheit der Technologie, das ist technisch. Es ist überholt, aber es ist technisch faszinierend. Das ist vielleicht hinten noch auch noch zu betrachten. Es ist auch beispielgebend dafür, dass in Österreich sehr viel produzierende Industrie gegeben hat und immer noch gibt. Und die Firma Eumig war ein solcher, beziehungsweise sind die Nachfolgefirmen, die es auch heute noch gibt, auch noch weltweit tätig. Und man weiß vielleicht nicht so viel darüber, aber es gibt sie immer noch und ich bin sehr froh darüber. Diese Technik ist einfach sensationell. Die Optiken, die Eumig seinerzeit hergestellt hat und die auch heute noch produziert werden, sind großartig.